warum mobile Erreichbarkeit so wichtig ist. Erstmal ist mobile Erreichbarkeit, glaube ich, grundsätzlich sehr wichtig, weil sonst wäre man mobil nicht erreichbar. Ganz, ganz klug. Aber was für mich wichtig ist, ist dieses Gerät. Das ist mein iPhone. Und auf dem iPhone läuft dieses Geschäft eben auch. Ich habe die komplette Kommunikation da drauf. Ich habe die kompletten Zahlen da drauf, das Projektmanagement, die Projekte, die Einsicht in sämtliche Abläufe und bin vor allem über E-Mail, Slack, WhatsApp und Telefon, ich glaube, das sind die Hauptkanäle, erreichbar und es ist, wie es ist. Dadurch, dass wir eine zweite Führungsebene ja irgendwo gerade etablieren, mit Partnerprojektmanagement, Endkundenprojektmanagement, Creative Marketing und Performance und Marketing, gehen die Fragen hauptsächlich zu mir. Und die Fragen kommen dann hauptsächlich über Slack und über WhatsApp und über Telefon. Und deswegen muss ich erreichbar sein. Vor allem ist es auch wichtig bei zeitkritischen Angelegenheiten. Mobil heißt ja für mich, ich bin nicht da, ich bin unterwegs, ich habe ein Mobilgerät dabei, und ich sitze jetzt irgendwo in der Bahn oder im Taxi oder in einem Warteraum zu einem Termin oder sowas, und bekomme Fragen gestellt, dann kann ich darauf reagieren. Per E-Mail weniger, weil ich dort das Prinzip der selektiven Ignoranz anwende, wie das Tim Ferriss genannt hat. Da bei E-Mails sehe ich nicht so die hohe Dringlichkeit wie bei den Kanälen Slack, Telefon und WhatsApp. Daher und vor allem bekomme ich viele E-Mails, daher bearbeite ich die alle immer gesammelt und dann kann es einen Tag dauern, bis ich mal antworte. Und es kann auch mal 3 Tage dauern, wenn ich irgendwie 1, 2 Tage unterwegs bin und keine Zeit habe, sie zu beantworten. Aber mobile Erreichbarkeit ist extrem wichtig, weil ich noch und bringen wir es auf den Punkt, noch eine gewisse negative Flaschenhalsfunktion noch habe in der Firma, teilweise noch zu viel Informationshoheit habe und dadurch hin und wieder noch gefragt werde. Und wenn ich gefragt werde zu Sachen, zu denen ich nicht gefragt werden müsste, das werde ich mit Patrick und Leo neu aufsetzen, dass dort die Informationen besser fließen. Und wenn ich gefragt werde, dann muss ich auch antworten.